Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir setzen die unterbrochene Sitzung fort. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Nein zum völkerrechtswidrigen Angriff des Erdogan-Regimes auf die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien, Drucksache 19 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dies Tagesordnungspunkt 61. Redezeit 5 Minuten je Fraktion. Ja, Kollege Schaus, zur Geschäftsordnung. Jetzt. Frau Präsidentin, wir haben uns unter den parlamentarischen Geschäftsführern verständigt, dass dieser Punkt noch am Morgen, am Ende der Tagesordnung, aufgerufen werden, behandelt werden soll. Gut, dann nehmen wir das so zu Protokoll. Morgen als letzter Punkt auf der Tagesordnung wird der Tagesordnungspunkt 61 debattiert. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt, Drucksache 19 aus 19. Auch hier sehe ich keinen Widerspruch gegen die Dringlichkeit. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 62 und kann zusammen mit den Tagesordnungspunkten 35 und 59 aufgerufen werden. Und dann haben wir noch einen Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend FSC-Zertifizierung des Staatswaldes, Drucksache 19 aus 19. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 63 und kann nach Tagesordnungspunkt 54 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Familien gehören zusammen, Familiennachzug zu Geflüchteten ermöglichen, Drucksache 19 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 59, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend Familiennachzug zu subsidiär geschützten Personen, Drucksache 19 aus 19 und Tagesordnungspunkt 62, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt, Drucksache 19 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jetzt sind es 2 Jahre, seit der Familiennachzug von Geflüchteten mit subsidiärem Schutzstatus ausgesetzt ist. Das sind Flüchtlinge, die zwar keine individuelle Verfolgung, aber trotzdem eine ernsthafte Gefährdung nachweisen können, etwa durch den Bürgerkrieg in Syrien. Und die bleiben seitdem von ihren Familien getrennt. Diese erzwungene Familientrennung verstößt gegen die Verfassung und gegen die Menschenrechte. Sie gefährdet das Kindeswohl und ignoriert die UN-Kinderrechtskonvention, und sie muss deshalb sofort beendet werden. Meine Damen und Herren, die Möglichkeit, gemeinsam als Familie zu leben, ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute und gelungene Integration. Und wer sich ständig Sorgen machen muss um das Leben seiner Angehörigen, der wird sich kaum auf Schule, Ausbildung oder Arbeitssuche konzentrieren können. Studien belegen, jetzt zum Beispiel vor kurzem die Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, wie wichtig der Familienzug für die Gesundheit und die Integration der Geflüchteten ist. Deshalb fordern neben vielen NGOs auch die Diakonie Hessen
und die evangelische Kirche in Hessen und Nassau macht den Familiennachzug wieder möglich. Doch bisher fanden sie kein Gehör. Ich hoffe nun, meine Damen und Herren, dass Ihre bisherigen Kampagnen für ein weltoffenes, tolerantes Hessen nicht nur Lippenbekenntnisse waren. Ich hoffe sehr, dass Sie heute unseren Antrag beschließen werden und dass Sie Ihren Einfluss in Ihre Parteien hinein geltend machen werden. Es kann doch nicht sein, dass sich die Große Koalition von der AfD und der CSU nach rechts treiben lässt. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einen weiteren Grund für die Familienzusammenführungen anführen. Der Familiennachzug ist einer der ganz wenigen sicheren, legalen Einreisemöglichkeiten für Menschen in Not. Ansonsten sind sie auf Schlepper und Schleuser angewiesen und auf lebensgefährliche Überfahrten. Deswegen sagen wir, wenn es CDU und SPD ernst meinen mit der Bekämpfung von Schleppern und Schleusern, muss die zukünftige Bundesregierung aufhören, z.B. türkischen Menschenschiebern oder libyschen Warlords ein Geschäft zu ermöglichen. Es müssen dringend legale Einreisemöglichkeiten geschaffen werden, und der Familiennachzug ist eine solche Möglichkeit. Und jetzt muss er wieder stattfinden dürfen. Ganz besonders möchte ich hier noch einmal die Jugendlichen erwähnen. Die Hessenschau berichtete im September 2017 über das Schicksal eines 12-jährigen Jungen, der heißt Adib und kommt aus dem syrischen Aleppo. 2 Jahre hat er im südhessischen Rheinheim getrennt von Eltern und Geschwistern gelebt, die nicht nachkommen durften. Auch wenn der Junge es geschafft hätte, einen Härtegrund glaubhaft zu machen und so seine Eltern nachzuholen, seine ebenfalls minderjährigen Geschwister hätten in Syrien bleiben müssen. Und am Ende hielt es der 12-Jährige nicht mehr aus und ist zu seiner Familie nach Syrien zurückgekehrt. Jetzt ist er wieder im Bürgerkrieg, dem er eigentlich ja schon entronnen war. Als er abflog, sagte er, konnten Sie ohne Ihre Eltern leben, als Sie 12 Jahre alt waren? Er konnte es nicht. Und ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, keiner hier im Hause hätte das mit 12 Jahren gekonnt. Aber genau das verlangt die aktuelle Rechtslage von den Betroffenen. Sie trennt Eltern von ihren Kindern und Kinder von ihren Eltern. Sie fordert direkt Unmenschliches, und das kann nicht rechtens sein. Das dürfen wir nicht zulassen. Meine Damen, ja, das, da müssen Sie jetzt ablenken, gell? Meine Damen und Herren, am morgigen Donnerstag steht im Bundestag der Familiennachzug zur abschließenden Beratung an. Und da geht es konkret um 60.000 Personen, die nach Deutschland zuziehen würden. 60.000, vor allem Kinder und Ehepartner aus Syrien. Diese Zahl ergibt sich aus bisherigen Visumsanträgen in den Auslandsvertretungen. Und diese Zahl nannte erst vor wenigen Tagen Herbert Brückner, der Leiter des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Bei dieser Zahl von etwa 60.000 Personen handelt es sich um eine Größenordnung, meine Damen und Herren, die ein reiches Land wie unseres nicht überfordern wird. Deutschland kann die Aufnahme dieser Menschen gewährleisten. Und ich meine, angesichts der weiterhin dramatischen Lage in Syrien ist Deutschland auch menschlich verpflichtet, diesen Nachzug zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, ein Ergebnis der Sondierungsgespräche für die GroKo ist, dass im Rahmen des Familiennachzugs im Monat nur 1.000 Personen nachfolgen können. Das sind also 12.000 im Jahr. Und bei geschätzten 60.000 Angehörigen, die nachkommen wollen, würde das bedeuten, dass die Familien weiterhin 5 Jahre warten müssen, bis sie dann hierher kommen könnten. Also, meine Damen und Herren, da handelt es sich ja doch nicht um eine Urlaubsreise, die man beliebig aufschieben kann. Ich halte das ganz klar für verfassungswidrig. Damit missachtet die Bundesregierung den Grundsatz des Schutzes der Familie ganz eindeutig. Ein weiteres Ergebnis der Sondierungsgespräche ist auch, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge keine Möglichkeit haben sollen, ihre Eltern nachzuholen. Und das ist auch wirklich skandalös. Ein Teil der Minderjährigen wurde während der Zeit der Aussetzung des Nachzugs volljährig und ist bereits auf diese Weise um seine Chance gebracht, die Eltern nachzuholen.
In Zukunft soll diese Möglichkeit nun komplett ausgeschlossen sein. Bundesminister Thomas de Maizière begründet es so, es soll keine Anreize geben, Kinder vorzuschicken. Also, das ist ja ein Zynismus kaum zu überbieten. Ist es denn verwunderlich, dass Eltern in einer Bürgerkriegssituation erst einmal versuchen, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen? Würden Sie das anders machen? In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch noch einmal an die SPD wenden. Die SPD ist schon bei der ersten Aussetzung des Familiennachzugs vor 2 Jahren über den Tisch gezogen worden. Der Innenminister sagte damals, es wird nur einige wenige Fälle geben, in denen der Familiennachzug ausgesetzt wird. Bei syrischen Familien soll das schon gar nicht sein. Und dass die Aussetzung auch unbegleitete Minderjährige betrifft, das haben Sie viel zu spät registriert. Wie kann es denn jetzt sein, dass sich die SPD nun schon wieder auf einen faulen Kompromiss einlässt? Ich würde mich jedenfalls sehr über ein unmissverständliches Zeichen der Hessen-SPD freuen, dass sie den jetzigen Kompromiss nicht mitträgt. Und zuletzt noch, meine Damen und Herren. Unter dem Eindruck des Leids der Menschen in Syrien hatte Hessen 2014 ein eigenes Aufnahmeprogramm eingerichtet. Und damit sollten Kriegsflüchtlingen die Einreise ermöglicht werden, die bereits hier Verwandte in Hessen haben. Dieses zeitlich befristete Programm war trotz all seiner Schwächen eine sinnvolle Maßnahme. Damit konnten Menschen in Not legal und sicher in Hessen einreisen. Noch im Juli 2015 kündigte der Kollege Bocklet hier im Haus eine Fortsetzung des Aufnahmeprogramms an. Doch Ende 2015 wurde es sang- und klanglos eingestellt. Und dann gab es übrigens auch noch eine angekündigte Evakuierung von 1.000 Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer oder sexueller Gewalt in Syrien geworden waren. Und davon ist auch gar nichts zu hören. Ich wäre jetzt sehr an einem Hinweis der Landesregierung oder des Kollegen Bocklet interessiert, welche grundlegenden Veränderungen in Syrien dazu geführt haben, dass dieses Programm eingestellt wurde. Ich bin der Überzeugung, dass das Aufnahmeprogramm wiederbelebt werden muss. Die Lage in Syrien hat sich nicht beruhigt. Im Gegenteil, durch den Angriff der Türkei auf Afrin eskaliert die Situation weiter, übrigens mit deutschen Waffen. Tausende sind auf der Flucht. Hessen kann und sollte in dieser Situation helfen. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Wallmann für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte bei einem Thema wie diesem zunächst einmal ein paar Fakten zur Kenntnis geben. Erstens. Es handelt sich bei dem Thema Familiennachzug um eine Frage, für die der Bundestag zuständig ist. Die Regelung ist also keine Thematik der Landespolitik. Es ist insofern auch keine Zuständigkeit der Hessischen Landesregierung gegeben. Es gibt also keine Entscheidungsbefugnis. Und wie Sie wissen, war das Thema Gegenstand sowohl bei den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, Grüne und FDP und dann nach dem Scheitern von Jamaika jetzt eben auch Gegenstand der Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD. Im Rahmen dieser Sondierungsgespräche wurde zunächst eben diskutiert, wie mit der im März 2016 beschlossenen und jetzt im März 2018 auslaufenden Aussetzung umgegangen werden soll. Und es wurde jetzt eben vereinbart, dass anstelle des bisherigen Gesetzes eine Neuregelung treten soll und zudem die Aussetzung verlängert wird. Bis zum 31.07.2018 soll diese neue Regelung dann auch im Bundestag verabschiedet werden. Die Neuregelung sieht vor, dass bis zu 1.000 Menschen pro Monat ihre Familie nachziehen können. Im Gegenzug sollen die EU-bedingten freiwilligen Aufnahmen aus Griechenland und auch aus Italien dann auslaufen. Es sind bestimmte Bedingungen daran geknüpft. Erstens, es kann oder darf sich nur um Ehen handeln, die vor der Flucht geschlossen worden sind. Es dürfen keine schwerwiegenden Straftaten begangen worden sein. Es darf sich nicht um Gefährder handeln. Und die Ausreise soll nicht kurz bevorstehen. Zweitens, die bestehende Regelung, weil das ist in dem Zusammenhang schon auch noch einmal wichtig, darauf hinzuweisen, betrifft ausschließlich Menschen,
denen ein subsidiärer Schutz zugewiesen worden ist, die also keinen Anspruch auf Asyl nach dem Grundgesetz oder nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben und bekommen diesen subsidiären Schutz dann eben auch für ein Jahr zugesprochen. Für alle anderen Flüchtlinge, also ich habe es ja eben gesagt, sowohl nach dem Grundgesetz als auch nach der Genfer Flüchtlingskonvention gilt der Familiennachzug. Der galt vorher, der gilt auch weiterhin, und zwar auch uneingeschränkt. Das gilt für die Kernfamilie, das betrifft also die Ehepartner und auch die minderjährigen Kinder. Ich muss gestehen, wenn man eben der Frau Faulhaber von der Linksfraktion zugehört hat, dann muss man schon sich fragen, ob wir in unterschiedlichen Ländern leben. Weil, Sie haben eben, ich habe mir das mal mitgeschrieben, Sie haben eben davon gesprochen, das tolerante Miteinander, das seien alles nur Lippenbekenntnisse. Das kann ich nicht feststellen. Unser Land Hessen hat über 100.000 Menschen aufgenommen. Wir haben 2,9 Milliarden Euro in den Landeshaushalt für Maßnahmen eingestellt, für die humanitäre Verpflichtung, die wir eben auch sehen. Ich kann Ihre Kritik überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich glaube, man kann auch eins jetzt auch noch mit Stolz sagen. Unser Bundesland Hessen hat, glaube ich, diese Herausforderung wie fast kein anderes gemeistert. Und das kann man, da kann man erstens den Menschen auch für danken, dass wir das hier alles so problemlos hingekriegt haben. Und das sollte man vielleicht bei so einer Debatte dann halt aber auch mal erwähnen. Drittens, auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Die deutsche Regelung zum Familiennachzug ist international relativ einmalig. Und es muss doch am Ende auch zumutbar sein, dass man eine solche weitgehende Regelung dann eben auch unter dem Aspekt der Herausforderungen, die wir im Rahmen der Flüchtlingskrise zu bewältigen hatten, dann auch im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens auch irgendwie begrenzt. Viertens. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vermehrt und mehrfach an den Deutschen Bundestag appelliert, dass die Aussetzung des Familiennachzugs verlängert wird. Fünftens. Ja, der Familiennachzug ist ausgesetzt, nur für subsidiär Schutzberechtigte. Es gilt und galt aber nach wie vor eine Härtefallregelung nach § 22 des Aufenthaltsgesetzes, wonach in dringenden humanitären Gründen, unter dringenden humanitären Gründen und eben auch unter Berücksichtigung der Kinderrechtskonvention Familien eben auch nachgezogen werden konnten. Und diese beabsichtigte Umwandlung einer Anspruchsregelung in eine Kontingentlösung halte ich auch wirklich für richtig und auch zumutbar. Da kann man vielleicht auch an der Stelle den klugen Satz unseres ehemaligen Bundespräsidenten zitieren: Unser Herz ist weiter, aber unsere Möglichkeiten sind endlich, weil ich glaube, er beschreibt die Problematik und auch den Zwiespalt, in dem wir uns in dieser Frage der humanitären Verpflichtung, die wir ja auch sehen, weil er das, glaube ich, sehr gut auch trifft. Ich möchte gerne einen Satz noch zu dem syrischen Aufnahmeprogramm sagen. Das ist ja das einzige Thema im Antrag der LINKEN, wo es überhaupt nur um eine Landeszuständigkeit geht. Ja, es gab dieses Aufnahmeprogramm. 15 Bundesländer hatten das seinerzeit. Es gibt ein paar ganz wenige, die das nach wie vor in Kraft haben. Ganz viele haben es auslaufen lassen, so auch in Hessen. Und aktuell sehen wir auch keine Notwendigkeit, es neu aufleben zu lassen. Ich möchte noch einen Satz zum FDP-Antrag sagen. Ich muss gestehen, ich finde es fast ein bisschen putzig, wenn ich das hier lese bei der FDP. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene und so weiter einzusetzen. Das ist natürlich schon deswegen interessant, weil die FDP natürlich nachdrücklich die Möglichkeit hatte, in der Sondierung zu einer Regelung zu kommen und auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das wollten sie ausdrücklich nicht. Und jetzt soll also die Landesregierung sich wieder dafür einsetzen. Auch hier gilt natürlich, und insofern gilt natürlich auch hier jetzt der Hinweis, es bleibt bei der Zuständigkeit des Bundes, so gern wir auch für verschiedene Bundesfragen zuständig sind. Das sind wir einfach nicht. Das nur in Richtung der FDP. Und eine letzte Anmerkung noch. Ich glaube, man muss generell bei dem Thema der Zuwanderung und auch der Integration, der Herausforderung, immer auch faktische Grenzen der Integrationskraft unseres Landes, aber auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Auge behalten. Und ich persönlich, und ich sage es jetzt auch nur einfach für mich persönlich, weil das hier keine Entscheidungskompetenz des Landes ist, dient aus meiner Überzeugung das Sondierungsergebnis von CDU und SPD. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Natürlich ist uns bekannt, dass wir hier keine eigene Zuständigkeit haben bei der Frage, wie der Familiennachzug organisiert wird. Jetzt ist es hier auf die Tagesordnung gesetzt worden. Und dann kann man natürlich, glaube ich, als politische Kraft in unserem Land, hier auch als Fraktion im Hessischen Landtag, sich nicht vor Antworten drücken, sondern dann muss man klar sagen, wie sieht man die Situation, wie verhält man sich so, und dem dient unser Antrag, und der ist nicht putzig, sondern da steht drin, wie wir es sehen, und da kann sich jeder Bürger in unserem Land einen Eindruck darüber machen, was unsere Haltung ist. Und für uns ist klar, dass wir den Familiennachzug in der Form weiter ausgesetzt sehen möchten. Wir möchten ihn grundsätzlich weiter ausgesetzt sehen für weitere 2 Jahre. Und wir möchten allerdings, und das ist auch klar geworden, und darum haben wir das hier noch einmal so deutlich gemacht, dass die bisherigen Härtefallregelungen, die zur Anwendung gekommen sind, aus unserer Sicht nicht ausreichend sind. Und darum haben wir die hier auch noch einmal konkreter dargestellt. Im Rahmen persönlicher Härten soll es möglich sein, trotzdem Familienzusammenführungen durchzuführen. Und wir möchten weiterhin auch den Aspekt noch einmal berücksichtigt sehen, wie die Integrationsbemühungen der einzelnen Menschen hier vor Ort auch sind. Das ist für uns eine wichtige Zusatzerkenntnis, dass wir das berücksichtigen wollen. Und wir möchten auch, und das ist auch deutlich, dass die Zeit, in der der Familiennachzug jetzt ausgesetzt sein soll, dass auch dort dann eine entsprechende gesetzliche Regelung auf Bundesebene geschaffen wird, ein Zuwanderungs-, Einwanderungs-, wie auch immer benanntes Gesetz, dass diese Gesetzeslücke in unserem Rechtssystem schließt. Weil auch das ist notwendig, um den Zuzug, den Familienzuzug hier weiter organisieren zu können. Und lassen Sie mich noch einmal zu der ganzen Thematik, weil ja, Frau Wissmann hier Ausführungen gemacht hat, Frau Wallmann hier Ausführungen gemacht hat. Wir haben diese Flüchtlingsdebatte ja in den letzten Jahren sehr intensiv hier geführt im Hessischen Landtag, auch vor der Herausforderung, der wir uns stellen mussten, die sich staatliche Ebenen von der Kommune über das Land bis zum Bund stellen mussten. Und wir haben hier in Hessen versucht, eine vernünftige Lösung über Parteigrenzen, Fraktionsgrenzen hinweg hinzubekommen. So ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand haben wir gesagt, jetzt müssen wir zusammenhalten und müssen alles aktivieren, um hier vernünftige Regelungen hinzubekommen. Was ich aber noch einmal in Erinnerung rufen möchte, die Flüchtlingskrise ist ja damals nicht über uns gekommen, sondern sie hat sich schon im Jahr 2013 abgezeichnet. Sie wurde hier auch von uns zum Thema gemacht. Unsere erste Fraktionssitzung, die wir hatten nach Konstituierung des Hessischen Landtags, war in der Aufnahmeeinrichtung in Gießen. Wir haben hier einen Vorschlag gemacht über eine Quotenregelung, die man umsetzen sollte. Und da hat die Union noch hier ganz andere Reden gehalten. Und vor allem Sie haben hier andere Reden gehalten. Das hat sich jetzt verändert oder zwischendurch mal sehr stark verändert. Jetzt dreht es Teil wieder zurück, hat man den Eindruck, auf alte Unionslinie. Aber ich will es doch noch einmal auch wirklich deutlich machen, weil wir da ja gar nicht inhaltlich so weit auseinander sind. Menschlichkeit, Humanität hat für uns einen großen Wert. Die Frage ist, und der müssen wir uns eben auch offen stellen, was sind wir in der Lage auch zu leisten? Und da kann man immer viel fordern oder auch immer alles fordern. Aber man muss diesen Forderungen auch irgendwie gerecht werden können. Und ich bin schon der Meinung, dass wir bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise in vielen Grenzen, an vielen Bereichen an Grenzen gekommen sind. An Grenzen, was unsere Gesellschaft bewältigen kann. Nicht nur finanziell, auch die finanziellen Aufwendungen, die wir hier im Land Hessen getroffen haben, waren außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Und wir müssen uns jetzt fragen, das, was wir zu bewältigen haben, liegt ja noch zum großen Teil vor uns. Es trifft jetzt unsere Schulen, wo wir Herausforderungen haben.
Es trifft unsere Kindertagesstätten. Es trifft viele Bereiche der Integrationsbemühungen. Und wir sind auch hier noch lange nicht in einem Zustand angekommen, wo wir sagen können, wir können uns zufrieden zurücklehnen, wir haben alles bewältigt, es läuft in unserem Land, sondern es sind überall noch große Probleme zu lösen. Und dann bleibt die Frage, was können wir jetzt noch obendrauf satteln? Was ist klug, jetzt noch obendrauf zu satteln? Und wir haben es uns nicht einfach gemacht, zu sagen, wir wollen da eine Abwägung. Wir wollen nicht sagen, es soll gar keinen Nachzug geben, sondern wir wollen nach Kriterien in Ausnahmefällen diesen Nachzug auch weiter noch, die Familienzusammenführung weiter noch möglich machen. Aber es wird uns nichts helfen, wenn wir die Realitäten in unserem Land ausblenden. Und wenn Sie in unsere Schulen gehen, wenn Sie in unsere Kindertagesstätten gehen und dort mit den Menschen sprechen, die diese Integrationsbemühungen bewältigen sollen, dann sagen die Ihnen, dass Sie, dann sagen Sie Ihnen, dass Sie jetzt schon an Ihren Grenzen arbeiten. Und es ist für uns schon wichtig, das auch wahrzunehmen. Weil Integration wird nicht dadurch gelingen, dass wir dieses System, das das leisten muss, überfordern. Und natürlich kann ich hier nicht dagegen sprechen, wenn Sie Einzelbeispiele aufführen. Das ist schwer. Ich bin selbst im Petitionsausschuss viele Jahre gewesen und habe das sehr geschätzt, diese Arbeit. Das ist schwierig. Und darum haben wir, und wir sind nicht mehr in der Drucksituation, dass wir sozusagen jeden Tag 1.000 Menschen in Hessen ankommen. Also müssen wir in Einzelfällen Prüfungen vornehmen. Und wo das aus unserer Sicht aus humanitären Gründen notwendig und geboten ist, ist in diesen Einzelfällen auch möglich machen. Das ist unsere Linie, die wollte ich hier auch deutlich machen. Die haben wir durch unseren Antrag deutlich gemacht, weil uns wichtig ist, diese Unterschiede hier darzulegen. Und jetzt würde mich natürlich auch im Rahmen der Debatte mal interessieren, was ist eigentlich die Haltung der Hessischen Landesregierung? Was ist die Haltung der Hessischen Landesregierung zu diesem Thema? Ich habe ja hier wieder diese suffisante Anmerkung gehört, man hätte ja in Jamaika alles geregelt. Warum wird denn der schwarz-grüne geregelte Vorschlag aus Jamaika hier nicht einmal vorgestellt? Warum? Sagen Sie doch einmal übereinstimmend als Fraktion die Grüne und Union, was Ihre gemeinsame Bewältigung des Familiennachzugs, was Ihr Vorschlag ist. Sie haben ja einen Antrag eingebracht, daraus lässt sich das nicht erkennen. Und statt hier zu grinsen, mit Finger auf andere zu deuten, machen Sie doch einmal einen konstruktiven Vorschlag, der umsetzbar ist, den Sie beide als Grüne und Union gemeinsam hier zustimmen können. Dann würde ich schon einmal interessiert diesen Vorschlag durchlesen und würde mich mit dem gern intensiv beschäftigen. Aber solange Sie das nicht können, sollten Sie etwas mehr Demut an den Tag legen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Viele Tausend Geflüchtete genießen hier einen eingeschränkten Schutz, den sogenannten subsidiären Schutz. Ihnen ist es seit 2 Jahren unmöglich, ihre engsten Familienangehörigen, ihre Ehepartner oder Kinder nachholen zu können. Die Parteien der sich gerade bildenden neuen Bundesregierung, SPD und CDU, scheinen sich vereinbart zu haben. In dem Kompromiss wird der Familiennachzug bis August weiterhin nicht möglich sein. Außerdem dürfen pro Monat 1.000 Personen für die geflüchteten Familienangehörigen nachziehen können und noch einige 100 Härtefälle. 100 waren es im letzten Jahr, also 10 pro Monat. Es ist die Gemengelage auf Bundesebene sehr verwirrend, wenn ich den Kollegen Dobrindt von der CSU höre, der dann sagt, der Anspruch auf Familiennachzug sei abgeschafft worden, und andererseits Sozialdemokraten höre, die Härtefallregelungen werden sehr großzügig ausgelegt. Ich möchte aber unabhängig von der Bundeslage darauf hinweisen, zunächst einmal entscheidet der Bundestag über die Frage und die Bundesregierung, wie Familiennachzug geregelt wird. Und ich möchte das Zweite festhalten, was für uns GRÜNE unsere Position ist. Wir GRÜNE sind dem besonderen Schutz der Familie verpflichtet, wie er im Grundgesetz und seinem Artikel 6 steht. Auch Menschen mit subsidiärem Schutzstatus sollen ihre Familien in einem geordneten Verfahren nachholen können.
Deswegen wollen wir die Aussetzung des Familiennachzugs für diese subsidiär Schutzbedürftigen über den März 2018 hinaus nicht ausweiten. Ein geordneter Familiennachzug ist handelbar und macht die Integration eher leichter. Aus humanitären Gründen ist aus unserer Sicht eine Begrenzung beim Familiennachzug falsch. Die Syrer und Iraker mit subsidiärem Schutz sind nun einmal hier bei uns. Und wann die Kriege in ihrer Heimat zu Ende gehen, weiß niemand. Es ist ja so, dass Ehepartner und Kinder von Flüchtlingen nicht auf einmal alle zur selben Zeit nach Deutschland kämen. Er verläuft geplant. Menschen brauchen Visa, brauchen Flugtickets. Auch hier lässt sich eine klare, wertegeleitete Politik mit einer pragmatischen Umsetzung vereinen. Wir sind der Meinung, Familien gehören zusammen und nicht getrennt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wir haben in der deutschen Integrationspolitik zwei Irrtümer begangen. Der eine war in den 60er und 70er Jahren, als wir glaubten, die Gastarbeiter, die hier arbeiteten, werden schnell wieder zurückkehren. Und man unterließ eine Integrationspolitik, die das Verbleiben und das Zusammenleben in diesem Land vereinfacht haben. Und als der Bürgerkrieg war, als zweiter Irrtum, als viele Jugoslawen, aus damaligen Jugoslawen hierher kamen, haben wir auch geglaubt, dass viele schnell wieder zurückgehen. Auch das hat viele, viele Jahre gedauert. Auch hier sind viele, viele Integrationsmaßnahmen versäumt worden. Und ich appelliere an alle, die glauben, dass wir Hunderttausende von Syrern und Irakern, die hier leben, wenn wir glauben, sie werden schnell zurückkehren können, und wenn wir oft gleichzeitig es versäumen, gezielte Integrationsmaßnahmen für sie einzuleiten, dazu gehört auch der Familiennachzug, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wissen, dass viele dieser Menschen, die hier sind, junge Menschen, zum Teil auch alleine gekommen sind und keine Familienangehörigen haben in ihren Ländern. Aber wir wissen auch, dass ein großer Teil ihrer Familienangehörigen dort sitzen haben, in anderen Lagern. Sie machen sich große Sorgen. Ich will es nicht zu sehr moralisch und schon gar nicht zu emotional machen. Aber stellen Sie sich bitte nur für eine Minute vor, Ihr Kind säße immer noch in einem anderen Lager, Ihr Ehegatte ist immer noch in einer schwierigen Situation. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dies behindert die Integrationsfähigkeit der hier Lebenden, die wir schon hier haben. Ich appelliere an die Bundesregierung, diesen Familiennachzug auch zu ermöglichen. Wir haben die Frage von der Kollegin von der Linkspartei. Was ist der Unterschied zu 2015? Der Unterschied ist, dass wir im Jahre 2015 etwa 5.000 Geflüchtete hatten und dass wir im Jahre 2016 über 140.000 Geflüchtete hatten. Wir hatten damals ein extra Programm aufgelegt hier in Hessen, weil wir der Meinung waren, wir haben noch sehr, sehr viele Kapazitäten und Möglichkeiten. Ein extra Programm, da ging es um 500 Menschen, die wir hierher geholt haben. Dann kam die Flüchtlingskrise, und wir haben 140.000 Menschen den Weg zu uns gefunden. Und wir haben uns große Mühen gegeben, diese Menschen hier gut zu versorgen und zu pflegen. Und das Zweite, wir saßen auch gemeinsam und haben interfraktionellen Antrag gehabt, ob wir ein weiteres Kontingent aufnehmen wollen. Wir saßen zusammen auch mit dem Innenminister und Sozialminister, und wir haben festgestellt, dass es nicht möglich ist, weil die dort lebenden, arbeitenden Organisationen, die Menschenrechtsorganisationen und die Hilfsorganisationen momentan nicht mehr in der Lage sind, uns noch jemanden auszusenden aus dieser Gruppe und aufzunehmen. Deswegen haben wir einvernehmlich weitere Unternehmungen eingestellt, ein extra hessisches Programm zu machen. Davon abgesehen, dass wir auch jetzt 140.000 Geflüchtete in den letzten Jahren aufgenommen haben. Ich glaube, das Problem ist ein bundespolitisches Problem. Wir brauchen eine Regelung, die es möglich macht, die hier lebenden und hierher geflüchteten Einzelnen tatsächlich mit dem Familiennachzug ihnen zu ermöglichen. Dafür stehen wir GRÜNE. Und ich will noch einen letzten Satz sagen. Ich finde, es taugt in der Tat nicht zum parteipolitischen Klein-Klein, schon gar nicht hier im Hessischen Landtag. Deswegen möchte ich auch noch einmal an dieser Stelle ausdrücklich meinen Respekt vor all denjenigen ausdrücken, die auch mit sich und ihren Positionen ringen, was die richtige Integrationspolitik ist. Ich habe die Position der GRÜNEN dargelegt. Ich glaube, es ist sinnvoll, diesen Familiennachzug zu ermöglichen. Aber nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass ich großen Respekt habe vor dieser Argumentation, die sagt, unsere Kapazitäten sind in großen Maßen erschöpft. Wir haben damit ein Problem.
Ich glaube, da kann man mit Respekt miteinander umgehen. Ich habe eine andere Auffassung, weil wir als GRÜNE auch eine andere Gewichtung setzen. Ich glaube, dass die Humanität und die Menschenrechte es gebieten und der menschengerechte Aufnahme von Flüchtlingen es gebieten, dass wir den Familiennachzug ermöglichen. Aber wir haben hier in dem Saal zwei Meinungen, die sollten wir gegenseitig respektieren. Die der GRÜNEN habe ich hier dargestellt. Und ich würde mir wünschen, die Bundesregierung ändert ihren Kurs. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Öztürk, fraktionslos. Bitte schön. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn wir hier im Hessischen Landtag über den Familiennachzug sprechen, dann reicht es meiner Meinung nach nicht aus, die Zuständigkeit auf die Bundesebene zu schieben, weil wir aktuell alle ganz genau wissen, dass im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, die geführt werden, von der Arbeitsgruppe für Migration und Integration der Vorsitzende, der Ministerpräsident Volker Bouffier ist und durchaus auch die eine oder andere Entscheidungsmöglichkeit auf Bundesebene hat. Wenn jetzt in Gruppen darüber geredet wird, ob der Familiennachzug ermöglicht werden soll, dann hat Herr Volker Bouffier da seinen Anteil. Und deswegen sollte auch in diesem Land Hessen und in diesem Landtag Hessen darüber debattiert werden, meine Damen und Herren. Und es ist auch nicht zu vergessen, dass es früher einen Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige gab und dass dieser Nachzug für 2 Jahre ausgesetzt worden war, weil damals die Zahlen so waren, wie sie waren. Aber die Zahlen sind 2017 eben nicht mehr so hoch, dass die Flüchtlinge, die kommen, wenn sie ihre Familien nachholen würden, eine unmögliche Überforderung der Gesellschaft, der Gemeinden vor Ort tatsächlich gegeben sei. Wir wissen ja auch alle ganz genau, dass die Aufnahmeeinrichtungen momentan, wie wir sie in Hessen haben, relativ leer sind. Wir wissen auch, dass viele Familien, die hierher geflüchtet sind, teilweise Frauen alleine, teilweise Männer alleine, aber nicht immer nur die jungen Männer, von denen alle sprechen, die angeblich kriminell sein könnten oder was weiß ich auch immer. Es gibt ganz normale viele Menschen, die hier ihren Sprachkurs versuchen zu verfolgen, die versuchen, eine Arbeit zu finden und die versuchen, quasi die Bedingungen zu erfüllen, um ihre Familie nachzuholen. Und diese Frauen, teilweise, die hier sitzen, sind verzweifelt. Am Wochenende hatte ich die Möglichkeit, in den Hohenheimer Tagen des Ausländerrechts 3 Tage mit Fachleuten, sei es Rechtsanwälte, sei es Richter, sei es Menschen von der Zivilgesellschaft, sei es Kirchenverbände und sei es auch UNHCR, darüber zu diskutieren, wie wichtig der Familiennachzug ist. Es ist eine humanitäre Frage, und es ist einfach der Schutz der Familie, der bei uns im Grundgesetz verankert ist. Und es ist jetzt die Möglichkeit zu zeigen, ob wir unser Grundgesetz ernst nehmen oder ob wir es quasi mit eigenen Füßen in die Tonne kloppen, indem wir sagen, die Familie der Menschen, die einen sicheren Aufenthalt haben oder die deutsche Staatsbürgerschaft haben, sind mehr wert als Menschen, die vor Krieg und Krisen zu uns geflüchtet sind und nur subsidiär geschützt sind. Diesen Beweis können wir morgen erbringen, indem wir die Aussetzung im Bundestag, die Aussetzung des Familiennachzugs aufheben und indem ganz normal der Familiennachzug auch von subsidiär geflüchteten, geschützten Menschen zugelassen wird, meine Damen und Herren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dieses Klein-Klein auch leid, dass ständig der humanitäre Schutz mit Integrationsfähigkeit in Deutschland zusammen diskutiert wird und dass auch ständig die Gastarbeiter und die Erfahrungen mit ihnen bemüht werden, welche Fehler wir damals gemacht haben. Das ist 50 Jahre her. Wenn wir immer noch nicht in 50 Jahren nicht gelernt haben, eine vielfältige, bunte Gesellschaft, wie wir sie sind, modern zu gestalten, dann, Entschuldigung, haben wir hier in diesem Parlament nichts verloren, weil wir einfach in dieser Gesellschaft bestimmte Entwicklungen überhaupt nicht verstanden haben und immer noch versuchen, mit scheinheiligen Argumenten das herbeizureden, warum man einen Familiennachzug aussetzen müsste. Ich möchte die Konsequenz wissen von der Position der GRÜNEN, wenn sie heute sagt, dass sie den Familiennachzug erlauben möchte. Bedeutet das, dass man jetzt dem Herrn Ministerpräsidenten Bouffier im Rahmen der Koalitionsverhandlungen die Koalitionsfrage stellen wird, indem man sagen wird, Herr Ministerpräsident Bouffier, wenn jetzt der SPD, die gerne das ja großzügiger gestalten will, oder wie es auch in der Jamaika großzügiger gestalten werden sollte, aber nicht konnte, weil ja die CDU und die CSU sehr massiv dagegen gearbeitet haben, ist jetzt die Stunde der Wahrheit geschlagen, dass man die Koalitionsfrage stellen möchte? Was ist die Konsequenz aus den Reden?
Sind wir gewählte Parlamentarier, die den Menschen da draußen auch Rechenschaft abgeben, oder sind wir gewählte Sonntagsredner, die das eine versprechen und das andere morgen wieder vergessen? Von daher, ich bin es ein bisschen leid, dass all die schönen Schaufensterreden hier überhaupt keine Konsequenz haben, dass man sich nicht schämt, auf der einen Seite für den Familiennachzug zu werben und auf der anderen Seite so zu tun in Ausschüssen oder hier in Abstimmungen, als ob man überhaupt gar keine Entscheidungsmacht hätte. Das steht diesem Parlament nicht an. Und von daher, meine Herrschaften von den Grünen oder auch die SPD macht ja auch ihre Arbeit, meine Herrschaften von der CDU, wenn Sie ernsthaft das C in der Partei, das Christliche, wahrnehmen oder ernst nehmen wollen und die Grünen ernsthaft die humanitäre Frage ernst nehmen, ja, und wahrnehmen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, hier Druck auszuüben und dem Ministerpräsidenten Bouffier zu sagen, dass er in seiner Koalitionsverhandlung nicht den Druck dahingehend aufsetzen soll und verhandeln soll, ob man den Familiennachzug zulässt. Das ist eine humanitäre Frage, das ist eine grundsätzlich grundrechtlich verbriefte Frage, auch für Menschen, die subsidiären Schutz genießen, und auch die sollen ihre Angehörigen nachholen können. Das ist das, was mein Appell von ihr aus heute ist. Herzlichen Dank. Danke, Frau Kollegin Öztürk. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schäfer-Gümbel von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Dauert einen Moment. Die nehmen wir uns. Ich hatte dich auch größer in Erinnerung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema Familiennachzug ist natürlich auch ein Thema, das im Hessischen Landtag zu diskutieren ist, jenseits formaler Zuständigkeiten. Weil wenn wir unsere Debatten immer nur nach rein formalen Zuständigkeiten hier führen würden, wäre die Tagesordnung manchmal ziemlich schmal und an anderen Stellen vielleicht noch ein bisschen größer. Deswegen finde ich den Teil der Debatte wirklich ungeeignet im Umgang mit einer für uns alle auf unterschiedliche Art und Weise schwierigen Frage. Und das ist ganz sicherlich das, was derzeit auch auf der Bundesebene rund um das Thema Familiennachzug diskutiert wird. Dabei gibt es einige, die versuchen, mit diesem Thema Stimmungsmache zu betreiben. Dazu werde ich gleich noch ein paar Bemerkungen machen. Und es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, da sehr ernsthaft mit dem Thema umzugehen, und das in einem Spannungsverhältnis, das jeden auf seine ganz eigene Art und Weise fordert. Dass das ein Punkt ist, der mich auch noch einmal persönlich besonders berührt, ist dem einen oder anderen in diesem Raum bekannt. In meiner eigenen Partei ist das Thema Familiennachzug für subsidiär geschützte Personen, also Personen, die kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben, sondern wo die Einschätzung ist, dass sie ab einer bestimmten Zeit oder nach einer bestimmten Zeit zurückkehren werden, weil sie erstens nicht unter die Bedingungen der Genfer Flüchtlingskonvention fallen oder unter den Artikel 16 Grundgesetz, eine solche Frage. Und sie ist in meiner eigenen Partei hochgradig umstritten. Ich bekomme aus meiner eigenen Partei von Organisationen, die der SPD nahestehen, Briefe, Interventionen, die uns eindringlich darum bitten, eine humanere Lösung, eine weitreichendere Lösung zu finden als die, die derzeit in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD auf der Bundesebene diskutiert und in Teilen verabredet ist. Und es gibt andere, auch und gerade kommunale Vertreter, die mit Blick auf die Integrationsfragen vor Ort ausdrücklich darum bitten, dass es zu keiner Ausweitung des Familiennachzugs kommt für den Bereich der subsidiär Geschützten. Dies gilt übrigens nicht nur für meine Partei. Das gilt, wenn ich es richtig sehe, mit Ausnahme einer einzigen, wenn ich es richtig sehe, für nahezu alle Parteien in diesem Landtag. Das gilt für die CDU, wenn ich die Intervention von Norbert Blüm richtig verstehe. Das gilt für Bündnis 90 die Grünen, wenn ich die Intervention von Boris Palmer richtig verstehe, die allerdings im Widerspruch zu denen von Norbert Blüm stehen, würde ich ausdrücklich dazu sagen, oder aber auch mit Blick auf die Intervention von Frau Wagenknecht und Herrn Lafontaine, um mal die Linke an diesem Punkt anzusprechen. Entschuldigung,
das, was Kollegin Wagenknecht gelegentlich auch zu diesen Fragen sagt, können das gerne nach vorne kommen, es korrigieren. Ich will einfach sagen, und ich mache das ohne Schaum vor dem Mund, ohne irgendeinen Vorhalt zu machen, dass es diese Debatten in allen Parteien gibt, und darauf bestehe ich, dass ich diese Debatte in allen Parteien wahrnehme, wie man damit umgeht. Das, was derzeit der Kompromiss ist, der sich abzeichnet im Rahmen der Koalitionsvereinbarung und einer vorläufigen Vereinbarung der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD mit Blick auf das bestehende Gesetzgebungsverfahren, ist eben schon erläutert worden. Ich will es trotzdem noch einmal sagen. Danach soll der Familiennachzug ausgesetzt bleiben bis zum 31.07.2018, also 4 Monate länger als bisher verabredet, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Antragstellung allerdings ab dem 1.04. möglich sein wird. Zweitens, dass ab dem 31.07. eine sogenannte Kontingentlösung für 1.000 Personen pro Monat, also 12.000 Personen im Jahr, vorgesehen ist und dass darüber hinaus eine Härtefallregelung geregelt werden soll. Den Streit, den es derzeit nach wie vor gibt, ist der Streit über die Frage der Ausgestaltung dieser Härtefallregelung. Mein Landesverband hat auf dem Bundesparteitag als eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Zustimmungsfähigkeit zu einem Koalitionsvertrag mit CDU und CSU formuliert, dass wir eine weitergehende Härtefallregelung wollen. Wenn ich die Vereinbarung richtig verstehe, die bisher getroffen worden ist, soll es eine solche geben, ohne dass sie bisher konkretisiert ist, da ich in dieser Woche vorgezogen habe, den Beratungen des Hessischen Landtags beizuwohnen und nicht in den Verhandlungsrunden in Berlin beizubleiben, kenne ich diesen Verhandlungsstand bisher nur aus den entsprechenden Telefonschaltkonferenzen. Ich habe allerdings erlebt, und das ist der Teil, den ich noch einmal kritisch aufrufen will, dass nach den Vereinbarungen zwischen den Bundestagsfraktionen mit Blick auf das derzeitige Gesetzgebungsverfahren und die Notwendigkeiten mit Blick auf das Auslaufen der bestehenden Regelung es unmittelbar nach der Verständigung den Versuch gab, eine Deutungshoheit über die Verabredung zu bekommen. Dazu hat René Rock schon ein paar Fragen gestellt. Ich will offen sagen, dass die Art und Weise, in der versucht wurde, Deutungshoheit in den letzten Stunden zu gewinnen, mich an vielen Stellen sprachlos macht. Sie macht mich sprachlos deswegen, weil ich schon aus den Sondierungen erlebt habe, in welcher Art und Weise mit diesem Thema umgegangen wurde. Und damit bin ich bei meiner Eingangsbemerkung zum Thema Stimmungsmache. Ich will ausdrücklich wertschätzend anerkennen, dass es eine weitergehende, humanere und im Interesse der Familien vernünftige Lösungen hätte geben können, wenn sich in den Sondierungen der Konsens zwischen SPD, CDU und der Verhandlungsführer Volker Bouffier und dem bayerischen Innenminister, der der formale Verhandlungsführer der bayerischen CSU war, durchgesetzt hätte. Herr Bouffier ist ja nun hinreichend zitiert worden in der Bild-Zeitung unmittelbar nach den Sondierungen mit den Worten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, das Übel habe einen Namen, Alexander Dobrindt. Ich glaube, dass es nicht nur Alexander Dobrindt ist, sondern dass vor allem auch Herr Scheuer eine gewisse Rolle spielt und dass vor allem der 14. Oktober maßgeblich ist für manche Debatten, die wir dort haben. Und ich habe erlebt, wie die Machtlosigkeit ausdrücklich von uns, aber vor allem die Machtlosigkeit der Führung von CDU und CSU gegenüber dem Treiben von einigen wenigen Herren der bayerischen CSU am Ende zu einer Regelung geführt hatte, die mich persönlich an die Schmerzgrenzen des Erträglichen führt, mit Blick auch auf die Situation einiger dieser, also der Betroffenen. Und ich will es deswegen auch noch einmal so deutlich sagen, weil ich vieles von dem, was Kollege Bocklet gesagt hat, mit Applaus hätte quittieren können, weil ich das alles teile im Kern, was Sie formuliert haben. Da ich aber den Kompromiss zwischen Ihnen als Bündnis 90 Die Grünen und CDU, CSU und FDP kenne
der Kompromiss, den Sie am Ende getroffen haben, war, dass der Familiennachzug um ein weiteres Jahr entsprechend der Regelung ausgesetzt werden soll. Das war der Kompromiss, den es in den Verhandlungen gab. Ich weiß, dass das inzwischen alles hinterfragt wird, weil es kein Ergebnis gibt. Herr Bocklet, das ist auch völlig, ich sage das alles ohne Schaum vor dem Mund, weil ich weiß, dass die Debatte bei Ihnen ernsthaft geführt wird. Ich weiß, dass die Debatte in der Union ernsthaft geführt wird. Und nehmen Sie bitte einmal in Anspruch, dass auch bei uns die Debatte sehr ernsthaft geführt wird, bei sehr unterschiedlichen Positionen. Ja, und ich will es ausdrücklich sagen, ich teile Ihre Einschätzung und Ihre Beschreibung nicht, weil alle wussten, dass die Frage des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte ein Riesenpolitikum bei der bayerischen CSU ist. Damit will ich zu meiner vorletzten Bemerkung kommen. Die Frage, wie diese Härtefallregelung am Ende aussieht, die wird aus meiner festen Überzeugung nicht mehr nur im politischen Raum entschieden, sondern das Verwaltungsgerichtsurteil des Berliner Verwaltungsgerichts vom 7. November 2017, das mit Blick auf die akute Gefährdung des Kindeswohls im Falle eines 16-jährigen Syrers klare Kriterien definiert hat, wird ganz sicherlich auf dem weiteren Weg einschließlich der Frage, wer ist subsidiär eingestuft und nicht, noch ganz erhebliche Wirkungen haben. Eine allerletzte Bemerkung will ich mit zwei Sätzen machen. Nicht zustimmungsfähig ist für mich ganz definitiv der dritte Absatz Ihres Antrags. Der Versuch in Ihrem Antrag Schwarz-Grün, ich verstehe die Motivation, hier aber zu erklären, dass es keine landesgesetzliche Regelungskompetenz gibt, sondern ausschließlich eine bundesgesetzliche, die ist natürlich, wie Sie wissen, grundfalsch, weil der § 23 des Aufenthaltsgesetzes, der den Ländern und der obersten Landesbehörde ausdrücklich weitergehende Härtefallmöglichkeiten gibt, der gilt natürlich auch im Falle dieses Familiennachzugs. Das wissen Sie. Deswegen wäre mein Vorschlag, entweder alle Anträge in die Ausschüsse zu verweisen und zu schauen, ob wir eine sinnvolle gemeinsame Lösung hinzukriegen. Sollte heute abgestimmt werden, werden wir alle Anträge ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will und ich muss auf die laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin verweisen, wenn es am Ende um das Thema Familiennachzug geht. Ich will und kann auch gar nicht so weit gehen, sozusagen aus einzelnen Arbeitsgruppen Verhandlungsstände hier mitzuteilen, sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, was die Öffentlichkeit und was am Ende auch den Deutschen Bundestag in den letzten Stunden erreicht hat. Ich komme gleich darauf zurück. Ich sehe aktuell ehrlich gesagt auch keinen Gewinn darin, diese Verhandlungen hier mit Ihrem Antrag der LINKEN zu garnieren. Ich denke auch nicht, dass die dortigen Akteure, also diejenigen in Berlin, solche Klientelpflege überhaupt wahrnehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns allen ist der Zustrom von Schutzsuchenden Anfang des Jahres 2016 noch vor Augen. In diese Zeit fällt die sehr bedachte Entscheidung der Großen Koalition über die zweijährige Aussetzung, die im Interesse der Aufnahme- und Integrationssysteme in Staat und Gesellschaft getroffen wurde. Ich darf daran erinnern, dass unsere staatlichen und kommunalen Verwaltungsstrukturen und Hilfssysteme vor noch nicht ganz zwei Jahren an die Grenzen ihrer Möglichkeiten geraten waren. Wir können stolz sein, stolz über die Leistung des Staates, der Kommunen und der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die diese Herausforderung am Ende gemeinsam gemeistert haben. Es liegt auf der Hand, dass die Aufnahme von über 1 Million Menschen in einer derart kurzen Zeitspanne noch nicht abgeschlossen ist.
dass die Erstversorgung mit Wohnraum und Verpflegung sowie ärztlichen Untersuchungen nur der allererste Anfang waren. Die vorhandenen Strukturen und die Aufnahmefähigkeit sowie die Aufnahmebereitschaft der deutschen Gesellschaft werden noch lange Zeit erheblich herausgefordert sein. Es ist der politischen Aufrichtigkeit geschuldet, solche Tatsachen auch bei der Formulierung von Landtagsanträgen im Blick zu behalten und Nüchternheit bei der Bewältigung der Probleme zu bewahren. Nein, das ist kein inhumaner Pragmatismus, sondern es ist zu erwägen, ob wir nicht nur so Neuangekommenen und der Aufnahmegesellschaft gleichermaßen gerecht werden. Subsidiär Schutzberechtigte haben eben nicht den identischen Schutzstatus wie die GfK-Flüchtlinge. Ihr Schutz ist gewollt vorläufig. Und es besteht die Erwartung, dass Menschen mit subsidiärem Schutzstatus z. B. nach dem Ende eines Bürgerkrieges wieder in ihre Heimat zurückkehren. Eine vorübergehende Trennung von den eigenen Familienangehörigen ist danach auch zumutbar, zumal sich diese ganz überwiegend außerhalb der eigentlichen Bürgerkriegsländer aufhalten, vor allem in der Türkei und im Libanon. Die Familientrennung, meine Damen und Herren, die Familientrennung ist nicht die Folge des deutschen Rechts, sondern hat ihren Grund in der persönlichen Entscheidung von Menschen in den Jahren 2015 und 2016, ohne ihre eigene Familie nach Deutschland zu kommen. Nicht zuletzt erfüllt Deutschland seine Verpflichtungen im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens und nimmt Menschen von dort weiterhin auf. Lassen Sie mich noch ein paar Bemerkungen zu dem Verhandlungsergebnis der Großen oder dem vorläufigen oder dem zwischenzeitlichen Verhandlungsergebnis der Großen Koalition in Berlin machen. Ich begrüße das Bekenntnis, dass sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholen darf und es national wie europäisch vorrangig um die Sicherung unserer Außengrenzen geht. Wir werden mit den Mitgliedstaaten keinen Konsens über eine solidarische Flüchtlingspolitik hinbekommen, wenn wir die europäischen Außengrenzen nicht wirksam und dauerhaft sichern und die Migration nach Europa begrenzen. Hier nennt schon das Sondierungsergebnis mehrere Ansatzpunkte, von der Entwicklungszusammenarbeit bis hin zum Klimaschutz. Alles steht unter dem Obersatz, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Flüchtlinge. Ich begrüße es sehr, dass der Deutsche Bundestag eine Kommission Fluchtursachen einrichten will. Daran beteiligen wir uns gerne länderseitig. Auch die vereinbarte weitere Einschränkung des Familiennachzugs ist meines Erachtens richtig. Die Aussetzung soll bis zum 31. Juli 2018 verlängert werden. Anschließend soll eine Nachzugsbegrenzung auf 1.000 Menschen pro Monat gelten, die auch weitere Härtefälle berücksichtigt. Der Kollege Schäfer-Gümbel hat dazu gerade schon ein paar Bemerkungen gemacht. Dies ist ein Kompromiss. Wie alle Kompromisse ist niemand ganz zufrieden. Es ist aber eben nicht die Aufgabe der Hessischen Landesregierung, das abschließend zu bewerten. Es ist eine Angelegenheit des Bundes, und das Ergebnis nimmt die Landesregierung hier zur Kenntnis. Und Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie hier sagen, das Land könne sozusagen am Ende eigene Aufnahmeanordnung oder Ähnliches machen, dann sollten Sie wissen, dass dies immer nur funktioniert, wenn es in Zustimmung des Bundes entsprechend eine Anordnung erfolgt, mit der Zustimmung des Bundes. Und insofern sind wir immer von dem abhängig, was am Ende in den Überlegungen auf der Bundesebene Vorrang hat. Insofern, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist am Ende eine Angelegenheit des Deutschen Bundestages. Der Deutsche Bundestag hat gestern im Hauptausschuss des Deutschen Bundestages die Vorbereitungen getroffen für die weiteren Lesungen im Deutschen Bundestag selbst. Danach wird der Familiennachzug, wie ich gerade erläutert habe, ausgesetzt. Diese Entscheidung ist gefallen, von der Hessischen Landesregierung am Ende nicht zu bewerten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Von der Fraktion DIE LINKE hat sich noch einmal Frau Kollegin Wissler zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben die Redezeit 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Morgen früh will der Deutsche Bundestag beschließen, den Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige für weitere 4 Monate auszusetzen. Darauf haben sich Union und SPD geeinigt, und auch der Ministerpräsident war federführend daran beteiligt. Meine Damen und Herren, das ist ein Schlag ins Gesicht von tausenden Menschen, die um ihre Familien, die um ihre Kinder in Syrien bangen, die alle hoffnungsvoll auf den März 2018 gewartet haben, in der Erwartung, dann endlich ihre Familien nachholen zu können. Weitere 4 Monate Aussetzung und danach eine Begrenzung auf 1.000 Menschen pro Monat, meine Damen und Herren, das ist faktisch eine Obergrenze. Nichts anderes ist es. Und wir sagen, solange es in dieser Welt keine Obergrenze für Leid gibt, darf es auch keine Obergrenze für Menschen geben, meine Damen und Herren. Und dann wird gesagt, es gäbe Härtefallregelungen. Wir wissen aus der Vergangenheit, wie mit diesen Härtefallregelungen umgegangen ist. Und ich sage, jeder unbegleitete minderjährige Flüchtling, der aus einem Kriegsgebiet stammt und von seinen Eltern getrennt ist, jeder dieser Menschen ist doch ein Härtefall. Ja, was denn sonst? Jeder Mensch, der jahrelang von seiner Familie getrennt ist, weil man durch einen Krieg auseinandergerissen wurde und der Ehepartner im Kriegsgebiet ist, jeder dieser Menschen ist ein Härtefall. Ja, was denn sonst? Und es ist so zynisch, was dann die Große Koalition in das Sondierungspapier geschrieben hat. Und ich will das hier einmal zitieren, was da wörtlich drinsteht im Sondierungspapier. Man wolle durch gesetzliche Regelungen Anreize ausschließen, die dadurch entstünden, dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls auf die gefährliche Reise geschickt werden. Meine Damen und Herren, wer schreibt so etwas? Es sind doch nicht die Eltern, die das Kindeswohl gefährden. Es ist der Krieg, der das Kindeswohl gefährdet. Und diese Kriege werden geführt unter anderem auch mit deutschen Waffen und deutschen Panzern, die in alle Welt exportiert werden. Und, Herr Minister, da brauche ich überhaupt keine Kommission zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wir brauchen einen Stopp der Rüstungsexporte, und zwar allererst an Saudi-Arabien, Erdogan und diese ganzen Despoten. Weil die Menschen fliehen doch auch vor deutschen Waffen. Und dann zu sagen, die Eltern würden das Kindeswohl in Gefahr bringen, sie würden das Kindeswohl gefährden, weil sie sich entscheiden, ihre Kinder in einen Krieg in Sicherheit zu bringen, das ist doch zynisch, das ist doch absurd. Sie verfahren nach dem Motto Frauen und Kinder zuletzt. Das ist ihr Motto. Und deswegen, wir grüßen den Familiennachzug. Diese Abstimmung darf morgen so nicht durchkommen. Wir dürfen doch nicht zulassen, dass weitere 4 Monate Menschen von ihren Familien getrennt sind, meine Damen und Herren. Ich frage Sie, wie sollen denn die Menschen hier ankommen? Wie soll denn das gehen? Wie sollen denn die Menschen hier eine Sprache lernen, eine Arbeit finden, eine Existenz aufbauen, wenn sie dauernd in Sorge sind, was mit ihrer Familie ist? Stellen Sie sich doch einmal für sich das vor. Stellen Sie sich das für sich und Ihre Familie vor. Wie wollen Sie denn ein normales Leben führen? Wie wollen Sie denn sich eine Existenz aufbauen, wenn Sie nicht wissen, was mit Ihrer Familie ist? Und deshalb, wir teilen die Kritik der Kirchen, der Sozialverbände. Das Kinderhilfswerk hat den Kompromiss der von Union und SPD als eine menschenrechtliche Katastrophe bezeichnet. Und wir teilen auch die Kritik von Menschen wie Norbert Blüm, der gesagt hat, wenn der Familiennachzug ausgerechnet an der CDU scheitert, wünsche er sich, dass jedem Redner der Partei, der fortan die hohen Werte der Familie beschwört, das Wort im Halse stecken bleibt. Recht hat Norbert Blüm, und ich würde mir wünschen, es gäbe noch viel mehr Stimmen in der Union, die das so deutlich sagen, meine Damen und Herren. Und ein Letztes. Herr Minister, Sie stellen sich hier hin und bezeichnen alles Ernstes das Eintreten für elementare Menschenrechte als Klientelpflege. Das haben Sie hier gesagt. Das haben Sie hier gesagt, als sei es Klientelpflege, wenn die Kirchen, Sie können sich gerne korrigieren, Herr Minister, wenn die Kirchen, wenn die Wohlfahrtsverbände, wenn das Kinderhilfswerk und wenn auch wir kritisieren, dass hier das Leben von Menschen aufs Spiel gesetzt wird. Und das bezeichnen Sie als Klientelpflege. Wenn Sie das zurücknehmen werden wollen, können Sie das gerne tun. Bei der Gelegenheit könnten Sie sich vielleicht gleich noch für die grottenschlechte Büttenrede entschuldigen, die Sie gehalten haben. Weil ich finde, ein Innenminister,
der sich an einer Büttenrede über junge Flüchtlinge und ob die jetzt 17 sind oder 19, ist mir völlig egal, über junge Flüchtlinge lustig macht, die traumatisiert sind, die Angehörige verloren haben, die eine lebensgefährliche Flucht hinter sich haben, die einem Kriegsgebiet entflohen sind. Jemand, der sich, wie arm ist das, derartig nach unten zu treten? Was ist denn daran lustig, frage ich Sie. Ich komme zum Schluss. Was ist denn daran lustig, derartig nach unten zu treten? Karneval hat man dazu gedient, dass sich das Volk über die Obrigkeit lustig gemacht hat. Aber doch nicht umgekehrt. Über die Schwächsten in der Gesellschaft macht sich dieser Innenminister lustig. Und das ist doch einfach untragbar. Danke, Frau Kollegin Wissler. Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Jetzt kommen wir in den Bereich der Abstimmung. Mir wurde gesagt, dass über den Top 35 Antrag der Fraktion DIE LINKE abgestimmt werden soll. Das ist der Fall. Weiterhin soll abgestimmt werden über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wie sieht es aus mit dem Dringlichen Antrag der FDP? Soll der ebenfalls abgestimmt werden? Ja. Sie nicken, Herr Lenders. Gut, dann machen wir das so. Dann lasse ich zuerst abstimmen über den Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/5735. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der LINKEN. Und Frau Kollegin Öztürk. Ich war noch nicht so weit. Danke. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der SPD, somit abgelehnt. Dann lasse ich abstimmen über den Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19/5988. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? Das gesamte Haus. So. Der Rest des gesamten Hauses. So. Damit ist dieser Dringliche Antrag ebenfalls abgelehnt. Dann rufe ich auf. Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/5991. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Somit ist dieser Dringliche Entschließungsantrag angenommen worden. Vielen Dank.